ağız birliği etmişçesine tüm batılı ülkeler İsrail yönetimini aklı selime davet etmek yerine saldırılara koşulsuz destek veriyor. Lafa gelince insan hak ve hürriyetleri konusunda ahkam kesenler Gazze'li mazlumların hayat hakkını tam 19 gündür yok sayıyor. Ne oldu insan hakları evrensel beyannamesi? Siz bu beyannameye hiç bakmıyor musunuz? Orada neler yazıyor bakmıyor musunuz? Yok. İşlerine gelirse bakarlar. İşlerine gelmediği için bakmazlar. Niye? Akan kan Müslüman kanı da onun için. Ne kadar sarsıcı olursa olsun hiçbir eylem böyle bir vahşeti meşru kılmaz. Gazze'ye yönelik saldırılar kendini savunma sınırını çoktan aşmış, açık bir zulme, mezalime, katliama ve barbarlığa dönüşmüştür. Jetzt geht es auch darum, dass wir gemeinsam nochmal deutlich machen, dass wir Israel unterstützen bei der Verteidigung des eigenen Landes gegen den furchtbaren Angriff der Hamas. Das war ein furchtbarer, brutaler, gegen alle Prinzipien der Menschlichkeit verstoßener Angriff auf Kinder, auf Familien, auf junge und alte Leute. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier einen klaren Standpunkt vertreten. Das wird, da bin ich überzeugt, der Fall sein. Genauso wie wir uns dafür einsetzen werden, dass die Geiseln jetzt alle freigelassen werden. Uns einsetzen für humanitäre Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger Gazas, die ja auch Opfer der Hamas sind, die mit einem Staatsstreich dort die Macht übernommen haben und die eigene Bevölkerung auch benutzen für die eigenen Zwecke. Deshalb ist es wichtig, dass wir diese humanitäre Hilfe voranbringen. Und es ist wichtig, dass wir alles dafür tun, dass dieser Konflikt nicht eskaliert in der ganzen Region. Deshalb auch an dieser Stelle nochmal sehr klar, das sollte nicht passieren, dass im Norden etwa Hisbollah in den Krieg auch noch mit eigenen Aktivitäten eintritt oder der Iran und seine Proxys versuchen, hier gewissermaßen zu intervenieren. Das verlangt aber eben auch genau unsere Solidarität.